Lieber Krebs, herzlich willkommen zu deinem April-Taroskop. Schauen wir uns hier an, was der April für dich bereithält, wie er sich gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was ist ausschlaggebend? Oder aber auch, was wäre am besten ganz außer Acht zu lassen? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Krebs im April, bitte. Die erste Euphorie ist vorbei. Der Krebs möchte verstehen. Doch, um zu verstehen, lieber Krebs, solltest du zu sehen, zu hören. Vor allem auf dein Herz hören. Irgendetwas stimmt nicht. Was ist es? Wer hält dir den Spiegel hin? Wer ist es? Genau, bei diesem Menschen hast du das Gefühl, dass etwas nicht passt, nicht stimmt. Doch, lieber Krebs, heidi, heida, schau genau hin. Vielleicht möchte dir der Mensch, dieser ganz bestimmte Mensch, etwas über dich selbst erzählen. Neue Pläne. Neue Pläne trotz Müdigkeit. Du versuchst, das Adrenalin hoch zu schrauben. Wir haben viele Themenkarten. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Themenkarten. Lieber Krebs, was zieht sich in deinem Leben wie ein roter Faden? Es ist Zeit, diesen Faden nun zu cutten. Denn du kannst alles erreichen, was du möchtest, sofern du diesen roten Faden cuttest. Das Ende der Euphorie bedeutet nicht, dass es das Ende dieser jenen Sache ist. Es genügt dir nicht mehr. Und dann kommt der rote Faden mit ins Spiel. Siehe die ganze Sache doch einmal so neutral an, wie durch die Augen eines Kindes. Nicht wie durch die Augen eines Erwachsenen, der du jetzt bist. Das könnte dir helfen. Kindermund tut Wahrheit kund. Oft ganz pragmatisch, nüchtern, direkt. Stopp, halt. So geht es nicht weiter. Ein Tischtennisball. Welche Story spielt der Tischtennisball im April bei dir? So leicht, doch auch so hart. Deine Hauptenergie. Ein Erdzeichen, insbesondere ein Steinbock, welcher dir die Fessel aufweist, den der rote Faden mit sich bringt. Wisse,
dass du im April, speziell 13. bis 15. April, an einen Punkt kommen wirst, wo du dir wirklich sage und schreibe sagen wirst, Scheiße, das kenne ich doch. So, wie oft willst du noch an diesen Punkt kommen? Du weißt, wir provozieren gerne. Doch würden wir nicht provozieren, würdest du wahrscheinlich nicht mehr drüber nachdenken. Wie das Laub auf den Bäumen, das sich im Wind bewegt und kommt ein starker Windstoß, reißt es das Blatt vom Baum ab, wenn es selbst nicht loslässt von seinem Wirt. Lese zwischen den Zeilen. Das Unerreichbare, von dir unerreichbar geglaubte, rückt in die Nähe. Doch dafür musst du erst den roten Faden cutten. Denn ansonsten kippt die Gießkanne um und du kannst das Neue nicht bessern. Beginnen wir mit dem Tarot, lieber Krebs. Stumpfsinnigkeit. Du fühlst dich geschlagen, erschlagen, im Sinne von Schachmatt gesetzt. Ein Luftzeichen, das immer richtet, immer Recht haben möchte, denkt, dich gut zu kennen, dich beurteilen zu können. Jeder sieht dem anderen immer nur das, was er sehen möchte. Denk dran. Mache dessen Meinung nicht zur Meinung über dich selbst. Ein Dornenbusch. Verdirbt. Man wartet vergebens auf das Sprießen der jungen, saftig grünen Blättchen und der Knospen. Das Wichtige ist im April, dass du dir von deinen Mitmenschen, insbesondere von einem ganz besonderen Menschen, welcher an deiner Seite ist, gezwungenerweise Familie oder einem Ehepartner, dir nicht sagen lässt, wer du bist. Dir keine Grenzen auferlegen lässt. Denn das wäre fatal. Denn die Grenze ist nicht die deinige. Nein. Es ist wohl die beschränkte Sichtweise des Gegenübers. Ja, du hast richtig gehört. Hast du dir eigentlich schon einmal überlegt, warum der Regenbogen so rum ist und nicht so rum? Das wäre doch mal interessant, nicht?
Lustig. Wurde diese Frage schon wissenschaftlich beantwortet? Kümmer dich du darum. Du wirst eine andere Antwort haben. Und dort liegt eine Erkenntnis für dich drin. Nun denn, du weißt sehr wohl, dass wenn du dem Außen zu sehr Beachtung schenkst, die Antworten sich hart erarbeiten lassen und Machtkämpfe beginnen. Genau das, was du nicht leiden kannst. Ein Schütze, bedingungslos. Warum? Das Feuerzeichen wartet ab. Schaut sich dein Leid an über den verdorrten Dornenbusch. Nicht Trost zu spenden, sondern diesen auch noch in Flammen zu setzen. Gegenfrage. Braucht es das vielleicht, um den roten Faden zu cutten? Wir machen weiter im Extended. Wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Ciao.